Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo wahrscheinlich mein Handy die ganze Zeit runterfallen wird. Aber ich sag schnell, wir fahren jetzt im Pool kochen. Go bitch, go bitch, go bestie. Okay, ich hab mein Handy lieber in der Hand. Wir fahren jetzt im Pool. Wir fahren jetzt im Pool kaufen mit meinem Vater. Ich wollte eigentlich mit Nisa gehen, aber sie ist gerade in der Türkei mit meiner Mom. Deswegen machen wir das mal unter uns. Ich hatte einen Pool bei Obi gesehen. Das Ding ist nur, das war in Köln, glaube ich, und nicht in München. Deswegen weiß ich nicht, ob es den hier auch gibt, weil der war echt cool. Das heißt, es kann sein, dass ich heute einen finde. Wenn nicht, dann muss ich bestellen. Also drückt mir einfach die Daumen, dass ich einen Pool finde, weil ich will einen Pool. Aber ich habe auf Amazon auch gesehen, dass es so richtig geile Pools gibt, wo so Lichter kommen, also LED-Lichter, so blau, lila und so. Das wird auch richtig geil aussehen, so am Abend. Es gibt auch Pools, die kosten so 1500 oder so, aber das will ich nicht holen. Höchstens vielleicht so 500 Euro. Das ist so das Maximum. Warum lachst du? Das glaubst du selber nicht. Go bitch, go bitch, go bitch. Pools für 500 Euro gibt? Ja. Doch. Das ist kein Pool dann, da drin kannst du nur deine Füße waschen. Gib dir wieder einen Daumen nach oben. Wir sind jetzt da, wir steigen jetzt aus, aber ich muss sagen, es ist richtig voll, deswegen, wie immer? Nee, eigentlich ist der Obi, glaube ich, nicht so voll, ja, oder? Ja, immer, es ist Sommer. Okay, Leute, es geht jetzt los. So, wir sind jetzt da. Das sieht ja schon mal gut aus, aber irgendwie, die sehen so basic aus. Die Dusche? Nee, das wollen wir nicht. Aber irgendwie, das wäre halt auch voll cool. Nur er guckt sich jetzt Grille an. Leute, wir können uns jetzt zwischen... Lies mal, was der mehr hat und was der weniger hat. Wir können uns zwischen dem und dem hier nicht entscheiden. Also es sind beide Whirlpools, also mit Blubberblasen, aber der leuchtet. Also hier sind die ganzen Farben, sieht richtig geil aus. Aber ich finde, der sieht von außen nicht so schön aus wie der. Ja eben, das Stoff sieht irgendwie voll cool aus. Ich weiß nicht, warum. Der ist sowieso voll hässlich und sonst... Das sind, glaube ich, normale Pools. Warte, ich mache noch eine Runde. Nee, was ist das? Nee, was ist denn das? Ah, das habe ich gesehen. Das ist das, was ich gesehen habe. Ja. Wie groß ist der? 1,80. Das heißt, der wäre noch größer. Der ist größer. Das ist das gleiche wie das da. Ah, das heißt, die sind gleich groß, aber der andere mit LED ist größer. Ist ein bisschen größer. Einkauf ist erledigt. Wir haben auch ein paar Sachen für die Katzen geholt. Also ein Laserpointer, das sollen die ja schon voll mögen. Wir haben ein Bett, wie heißt das, Baba? So eine Abdeckplane. Genau, Abdeckplane für den Pool. Ein kleines Update von Emi aus der Zukunft. In dem Pool, was wir gekauft haben, war schon eine Abdeckplane mit drin. Und wir haben den Verkäufer gefragt, ob da eine drin ist. Er hat gesagt, nein. Ich dachte mir so, aber 600 Euro, Digga, du willst mir sagen, da ist keine Plane. Da war doch eine drin. Das heißt, ich habe die andere umsonst gekauft. Viel Spaß noch mit dem Video. Bitte gib mir einen Daumen nach oben, weil ich jetzt doppelt kein Geld mehr habe. Und ich habe mich für den mit LED entschieden. Leute, haben wir den richtigen geholt, Baba? Ja. Leute, der leuchtet einfach blau. Wie geil ist das bitte? Und noch für den Boden. Und genau, für die Katze noch so zwei Schalen. Einmal für Tiger und Cleo. Und ja. Noch was zu trinken. Leute, ich freue mich so sehr auf den Pool. Ihr versteht es halt nicht. Also, wow. Also meine Schwester und ich haben uns jetzt entschieden, weil mein Vater nicht da ist und er, glaube ich, erst in einer Stunde kommt, dass wir den Swimmingpool alleine aufbauen. Elif, bist du ready? Film Tiger. Okay. Tiger, Baby, spring. Zeig, was du kannst, Baby. Bitte. Also, eigentlich geht es gerade um die Küche. Aber um die Küche, um den Pool. Warte. Tiger, zeig denen, was du drauf hast. Cleo, du auch. Komm, Tiger. Hey, Elif, das ist Cleo. Nein, das ist Emil. Das ist Cleo. Emil, bist du doof? Das ist Cleo. Elif. Da willst du sagen. Das ist Emil. So Leute, wir machen das gute Stück jetzt auf. Elif, ich bin so gespannt. Denkst du, wir schaffen das alleine? Ja, ich glaube schon. Ja, fängt ja schon mal gut an. Wir kriegen die Packung nicht auf. Guck mal, da sind die Sitze, Elif. Die Sitzkissen, die Nackenkissen. Aber hey, die sind voll klein. Ja. Hey, Elif, was ist das? Ja, sie irgendwie auch. Schau mal auf der Verpackung. Ob da für Kinder steht oder so. Egal, warte, packen wir mal so die Instruction und so aus, ne? Auch die Sitzkissen. Ich tue die alle mal hier auf den Stuhl. Und ja, ich habe tolle Schuhe an und meine Beine sehen... Ich habe voll hässliche Beine. Temperatur einstellen, Elif, schau. Oh mein Gott. Ich habe keine Stories gemacht. Oh Gott. Nein, ich muss nicht. Wohin? Also, was soll ich tun? Wo muss ich sein? Ah, von hier. Ich habe hier was im linken Nasenloch. Was ist? Ich glaube, der Popel hat nicht getroffen. Nein. Da ist irgendwas rausgefallen. Aber
ganz lustig für mich. Go Beach, go Beach, go Bestie. Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir das Ding aufblähen. Das ist ja wie Blähungen, das passt nicht. Wir empfehlen dringend, den Whirlpool nicht zu entfalten und aufzublasen. Ach so, Elif, wenn die Umgebungstemperatur unter 15 Grad liegt. Das ist doch Touch. Warum kann ich hier nichts drücken? Ich glaube, wir wurden hops genommen. Elif, ist da irgendwo so ein Knopf? Arsch, ist da irgendwo so ein Knopf, den wir nicht sehen? Oh Leute, wir machen jetzt den Boden. Das heißt, wir haben hier diese Flow Clear. Wir machen das, damit dieser Pool nicht von unten durch einen Stein oder so gestochen wird, weil hier liegen ja schon ein paar Steine. Und das Ding ist halt schon sehr groß, ne? Okay, Leute, wir haben jetzt die Maschine angemacht. Wir hatten gerade diesen Aufsatz drauf, aber der hat die Luft eigentlich nur rausgeblasen. Ich weiß nicht, also da war so ein... Also es kam so von oben raus. Aber es muss ja reingehen. Deswegen hat mein Papa jetzt hier irgendwas anders gemacht. Ja, Papa, da geht doch auch da die Luft raus, siehst du? Ja, warte mal. So Leute, wir tun gerade so LED-Streifen durch, also das muss einmal unten drunter und dann leuchtet das da durch. Das wird, glaube ich, richtig geil aussehen. Ich bin selber voll gespannt. Oh, das wird richtig scheiße aussehen, eins von beiden. Und deswegen stecken wir das jetzt einmal komplett durch und dann, ja, es dauert ein bisschen länger. Wow. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Das Ding ist, da ist jetzt noch diese Plane drauf. Warte, ich mach mal mit Blitz. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe jetzt den Blitz angemacht. Das leuchtet so stark und da ist jetzt so eine Plane drauf. Aber wir tun da halt, also wenn das Wasser drin ist, wird es so geil aussehen. Stellt euch mal vor, ihr liegt nachts drin. Ich will gar nicht wissen, denkt ihr, es leuchtet auch von drinnen? Oh mein Gott, das sieht so geil aus, Leute. Wow.